Hallo und willkommen zum großen Preis von Spanien in Katalunya. Die Autos stehen auf dem Grid und die Spannung in der Menge steigt spürbar. Nico Rosberg hat gerade einen richtigen Lauf. Er konnte gestern ganz gemütlich auf die Pole fahren, so groß war sein Leistungsvorsprung. Abgesehen von eventuellen technischen Problemen kann ihn heute eigentlich nichts stoppen. Nach seiner fantastischen Vorstellung gestern wird er dieses Wochenende definitiv weit vorn beenden wollen, hat aber eine Menge Rivalen. Ich glaube nicht, dass er mit einem einfachen Rennen rechnet, besonders nicht, wenn man sich die Teams um ihn herum so ansieht. Als mehrfacher Sieger des spanischen Grand Prix wird Fernando Alonso auch heute viel daran setzen, die Hoffnungen der erwartungsvollen Nation zu erfüllen. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit werden, bis die Spanier wieder mal ihren Fernando feiern können. Alonso hat schon einiges auf dieser Rennstrecke vollbracht. Er möchte seine Fans niemals enttäuschen und er scheint immer alles aus seinem Wagen herausholen zu können. Wobei er Ergebnisse erzielt, von denen andere Fahrer nur zu träumen wagen. Und hat trotzdem nur zwei WM-Titel. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015. Die Menge tobt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das schon im Hintergrund hört. Ist auch mal interessant, das ist mir noch nie aufgefallen. Startplatz 7 im Qualifying, im verregnerischen Q3 mit Vollwertbedingungen. Die Speed hier könnte so ein bisschen an Williams und Ricciardo sein. Auf jeden Fall schneller als die Toro Rosses, Lotus und mein Teamkollege. Und die Sauber ist natürlich nicht zu vergessen. Deswegen könnte das hier auch ein bisschen einsames Rennen werden. Wir sollen eine 4-Stop-Strategie fahren. Ich habe gedacht, wir fahren nur 3 Stops, aber es sind 4 Stops. Woher weiß ich das eigentlich jetzt mal? Ich schaue mal kurz vorher rein, was für eine Strategie wir fahren müssen. Und wir müssen natürlich auch mit den Options starten. Genau, mit denen aus Q2. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen Reifensatz gespart habe. Ich habe auf jeden Fall 2 frische, glaube ich, noch. Weil ich habe einen auch in Q1 gespart, weil da bin ich ja mit den Primes gefahren. Könnte interessant werden mit 4-Stop-Strategie hier. Der Weg zur ersten Kurve ist extrem lang. Da werde ich, glaube ich, viele, viele Positionen einfach mal verlieren. Dann wollen wir mal. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Ja, das haben sie auch schon gemacht. Damit sind wir schon mal sehr gekonnt 13. und damit aus den Punkten raus. Aber vielleicht kann ich mich auch gekonnt nach vorne wieder mogeln. Naja, Position 12 ist jetzt nicht wirklich nach vorne mogeln. So, vielleicht können wir hier nochmal attackieren. Das war ja immer eine KI-schwache Kurve. Dritter Gang. Hülkenberg auf der 9. Masse auf der 7, von da sind wir gestartet. Die beiden Lotus habe ich mal wieder überholt. Die Vorderräder blockieren nicht, sondern die Hinterräder wieder mehr. So, und natürlich am Anfang des Rennens ganz klar haben wir hier Benzin raus. Damit wir das Tempo hier auf jeden Fall mitgehen können. Hülkenberg und Koda sehr, sehr langsam gewesen. So, Hülkenberg mal attackieren hier. Das Tempo sollten wir locker gehen können. Du bist außen, Herr Kollege. Bitte aufpassen. Danke. So, Verstappen vor mir. Also die erste Runde, die läuft ja mal richtig gut. Motor wird zwar wieder zu heiß, ist aber bei mir irgendwie in der ersten Runde Skander. Das muss der Motor abkönnen. So, gleich sind wir wieder auf der Position, von wo wir gestartet sind. Rosberg hat wahrscheinlich die Führung behauptet. Immer der Reifen so gut oder warum kann ich hier so gut im letzten Sektor wieder mithalten? Trotz roter Motor, das scheint dem Motor hier echt nichts auszumachen. Warum bin ich jetzt in den zweiten runtergegangen? Ich habe zweimal runtergeschaltet. So, erster Sektor gehörte ganz klar mir. Das haben wir ja gesehen, gegen jeden eigentlich, auch gegen die Top-Teams. Jetzt haben wir Massa vor uns. Der ist ja von hinter uns gestartet, ich glaube auf der 8. Und der 7. Platz, ist in Reichweite wieder. Der Mittelteil war der Sektor, wo ich grundsätzlich Zeit liegen lassen habe. Weil ja auch die schnelle Kurven dabei sind. Das sehr schön geht da komischerweise noch. Ich hoffe mal, dass das während des Rennens mal eliminiert wird. Massa versucht natürlich gleich an Ricciardo vorbeizukommen. Das DS wird in der nächsten Runde aktiviert.
Heute geht das ja noch mit dem Heck hier. Die Reifen haben wir noch nicht abgenutzt. So, Sektor 3, wieder mein Sektor. Weil ich diese langsamen Kurven wieder besonders mag. Hier gerade die Schikane. Da holen wir so viel Zeit gegen die KI raus. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Jawohl. Der ist es jetzt aktiviert worden. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Mein Team sagt, ich soll hier mindestens Vierter werden. Das bedeutet, ich müsste theoretisch beide Williams, Ricciardo und mindestens einen Ferrari schlagen. Das können wir uns mal abschmieren. Ricciardo wird wieder einen Boxenstopp weniger fahren. Quert hinter uns aus. Das heißt, gegen die beiden. Aber ich bin im Sektor 2 wahrscheinlich zu langsam. Obwohl der Williams ja eigentlich in den Kurven nicht besonders stark ist. Also man sieht schon dann Bottas oder Ricciardo und Bottas sehe ich noch. Und die anderen beiden Top-Teams, die können sich mal wieder komplett vom Feld absetzen. Wie so üblich halt. Das hat ja auch jemand mir in die Kommentare geschrieben. Ich glaube Ricky Krebs war das, weil es der Name falsch ist, habe ich jedenfalls mehr falsch gemerkt. Da finde ich diese Kluft auch viel zu groß. Der vordere linke Reifen bestimmt unsere Strategie hier. Kein anderer, weil der vordere linke wird ja am meisten beansprucht, weil es hier extrem viele Rechtskurven gibt. Massa verliert pro Runde etwa 3 Zehntel auf dich. Ja, und hier hinten sieht ihr schon die Riesenlücke. Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren. Ja, René Ingenieur. Und ja, ihr fehlt mir denn der Abtrieb. Oh mein Gott. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen. Ich bin in 2 Sektoren schneller als auch Bottas. Die Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven. Ja, er möchte mir darauf anspielen wegen den Vorderrädern. Also wenn er das sagt, dann heißt es grundsätzlich, die Vorderräder bauen. Eckt dann schneller ab. Und jetzt sieht man wieder, dass ich hier ein bisschen Zeit auf den Massen wieder verliere. Dann habe ich jetzt einfach mal das Schild mitgenommen. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich wieder im letzten Sektor Zeit gut machen. Mit abgenutzten Reifen kam ich auch ein bisschen besser zurecht als die KI. Aber wir können hier keinen Angriff starten, solange wir hier alle hintereinander fahren. Theoretisch muss ich mal so ein bisschen Boxenstopp dran zu bleiben. Und dann versuchen, beim Boxenstopp vorbeizukommen. Wir liegen nur eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Ja, Verstappen verliert er deutlich. Hülkenberg momentan auf der 10. Würde die ersten Punkte bekommen. Der Russland Grand Prix war dieses Wochenende. Beziehungsweise für euch war der letztes Wochenende. Nee, der dritte Gang gefällt mir in der Kurve nicht. Damit durchzufahren. Also, Bottas kann sich nicht absetzen von Ricciardo. Ricciardo kommt nicht vorbei an Bottas mit DRS. Und wir kommen natürlich somit auch nicht an Massa vorbei. Also, sonst wird das Ganze hier ein bisschen anders aussehen. Weil so nehme ich das, der ist aber noch knapp mit. Von Massa, hier kann ich ein bisschen später bremsen. Bin vielleicht auch nochmal eine Zehnte, 0,9. Also der Speed ist auf jeden Fall gegeben. Um Position 5 irgendwie einzunehmen. Vorausgesetzt, wir könnten Ricciardo noch durch den weniger Boxenstopp irgendwann aufholen. Wovon ich aber ausgehe. Ja, der Williams hat einfach Topspeed. Den müssen wir in der Boxengasse überholen. Das sieht man eigentlich als Zuschauer nicht gerne, aber ich muss es leider mal sagen.
an den Punkt zu treffen, an wann man Gas geben kann. Hier driften sie auch mal so ein bisschen in den Kurven. Boxenstoppfenster. Hat er nicht verstanden. Boxen. Danke. Super. Da kam nur die Hälfte der Information wieder an. Die wichtige Info blieb ja natürlich aus. Boxenstoppfenster. Okay, ich bin aus dem DS-Fenster raus. Mittlerweile habe ich jetzt 4 Zehntel auf meine eigene Zeit verloren. Wo ist denn der Messpunkt? Ist der nach der Schikane? Ja, der Messpunkt ist nach der Schikane. Das war hier dieser Strich. Sollte aber auch wieder nicht für DS reichen. Ne, reicht auch nicht. Fahrer hinter mir. Wieder nur die Hälfte der Information. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Verstappen verliert pro Runde eine Sekunde auf dich. Er fällt zurück. So, und da haben wir diese extreme Kluft, die ich ja meine. Okay, gespannt. Vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Das wundert mich, dass ich kein Benzin spare. Ja, aber nur minimal. Minus 0,4 ist der Spritverbrauch hier so hoch. Und wieder an dieser Kurve, wo das Heck immer so instabil ist. Kann aber auch schon den Reifen geschuldet sein. Also wenn ich hier 4 Boxenstops machen soll, gut, 66 Runden ist viel. Ja, der Spritverbrauch ist hier hoch. 0,36. Ich mache hier kaum. Also, ich gewinne hier kaum Benzin. Hier habe ich sogar jetzt mehr. Jetzt verliere ich sogar wieder mehr Benzin, obwohl ich auf Standard fahre. Also, viel können wir hier nicht auf Fett fahren. Nicht gut. Der wird das Ding hoffentlich gewinnen, es sei denn, sein Teamkollege macht ihm wieder was streitig. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Okay. Eigentlich muss ich versuchen, durch Undercuts an die vorbeizukommen. Also den neuen Reifensatz ausspielen. Der Grip vorne links ist eigentlich schon so gut wie weg. Gerade in den schnellen Kurven merkt man das natürlich. Fahrer vor mir. Massa liegt vor dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Abgenutzter Reif und schon kann ich das Tempo von Massa nicht mehr mitgehen. Und nicht mehr von Bottas. Auch nicht mehr von Ricciardo. Also die Rennpace ist in diesem Spiel besser als in den Vorgängern. Da lege ich mich immer noch fest. Und die Qualifying Pace ist dafür schlechter. Umgekehrt wäre es mir wieder ein bisschen lieber. Weil die, wie gesagt, das könnte ein extrem einsames Rennen hier werden. Schaue ich mir die Kluft schon zwischen Massa und Verstappen an, ja. Und danach kommt gar nichts. Ja. Außer ich. Weil ich genau in diesem Fenster fahre. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Jemand hat auch mal in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht einfach mal zweimal Primes fahren sollte.
Mit dem Primes bin ich so dermaßen langsam, auch gegen die KI, dass das bringt es nicht. Und viel länger, das ist ja das Problem, viel länger halten die auch nicht. Ja, deswegen macht es in meinen Augen hier kaum Sinn, zweimal wirklich Primes aufzuziehen, weil die sind so dermaßen langsamer und dafür halten die einfach nicht viel, viel länger jetzt als die Options. Das merke ich bei dem Spiel ganz besonders. Die Kluft zwischen den einzelnen Reifentypen ist ja auch nicht mehr groß, was die Haltbarkeit betrifft. Das heißt, wenn ich hier mit denen jetzt zicke, was habe ich jetzt mit denen rauf? Es sind noch zwei Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Boxenstopp. Alles klar. Options aufziehen. Ich mache den Undercut. Also 10 Runden, 13 Runden haben die Reifen jetzt drauf. 10, 13. Verstappen verliert pro Runde eine Sekunde auf dich. Er fällt zurück. Ja, und gegen Massa verliere ich zum Beispiel. Das sind 1,4 Sekunden. Die Kluft ist viel zu groß programmiert. Viel zu groß. Also entweder fährst du hier wirklich in den Top-Out oder du fährst wirklich in diese Kluft nur rein. Ich will mal was ausprobieren. Ihr habt gesagt, dass man auch mit dem Abtrieb mal vielleicht arbeiten sollte. Das mache ich eigentlich nur jetzt bei Regen. Das versuche ich mal bei Regen. 12! So, die sind alle weitergefahren. 12 Sekunden ist viel. Sogar extrem viel. Also die Reifen, die sind tot. Der vordere Linke ist schon wieder so angeschlagen. Toro Rosso macht sich auch bereit. Fahr jetzt raus. Hülkenberg wird auch in die Box. Also hinter mir. So, ich hoffe, dass sie sich gleich alle verpissen vor mir. Steig stärker auf die Bremse in den nächsten paar Kurven. Die Bremse ist zu kalt. Okay, ist momentan alles zu kalt. Außer der vordere Linke, der überhitzt jetzt schon. Boxenstoppfenster. Okay, wir haben jetzt nicht gesagt, wie viele Boxenstops noch wirklich anstehen. So, jetzt müsste ich aber Zeit auf Masse aufholen. Vorausgesetzt, ich fahre jetzt hier nicht ganz so schnell auf im letzten Sektor. Und die geben noch mal ein bisschen mehr Gas. Gut, Quert wird sich nicht in die Boxengasse verabschieden. Super, die anderen alle auch nicht. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. So, und das machen neue Reifen erstmal aus. Zwei auf der langen Geraden überholt. So, den Nase haben wir auch überholt. Jetzt noch Button und Sainz. Das ist jetzt P10. Wir sind in den Funken. Schön quer gestanden, Herr Button. Deswegen kann ich ihn auch hier überholen. Weil der Reifen vor der so groß ist. Das liegt ja nicht nur am Auto, auch nicht nur am Motor.
Hier auch. Seht ihr, wie ich da rankomme? Boah, ich habe ihn außen auch Platz gelassen. Aber das ging jetzt relativ zügig. Raikön auf der 7. War auch schon in der Box. Der Wagen vor dir ist reingekommen, um Options aufziehen zu lassen. Vordermann fährt jetzt auf Options. So, und jetzt heißt es Attacke. So, auf den, durch den Verkehr. Man schön über Römer dabei. Was ich zumindest da gesehen habe, fand ich die schön. Klar, wegen den Reifen auch geschuldet. Also die Bremse spielt mir jetzt hier komischerweise gar nicht in die Quere. Oder spielt mir gar nicht in die Quere. Die gefällt mir sogar relativ gut. Ja, sollten sie auch. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Fahrer hinter mir. Sainz liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. So, da sind welche in die Box gefahren. Das ist Massa. Und Bottas da vorne. So, Massa habe ich bekommen. Den Bottas kriege ich, glaube ich, jetzt noch im ersten Sektor. Der kalte Reifen. Und was für kalte Reifen der hat. Also das meine ich damit. Kalte Reifen. Also wir haben Bottas und Massa durch diesen frühen Undercut bekommen. Eine andere Chance, wirklich an die jetzt vorbeizukommen, sah ich natürlich jetzt nicht, weil die alle so in einem Pulk gefahren sind. So, aber jetzt Massa natürlich mit frischen Reifen, genauso wie Bottas. Die werden natürlich jetzt versuchen zu attackieren. Ich fahre auch momentan das Tempo von Kimi da vorne, 9,3. Ich glaube, vorhin waren es mal 9,6. Oder 9 Sekunden nur für Ferrari Rückstand. Und das, glaube ich, das nächste Rennen ist sogar schon Monaco. Und in der Profisaison bin ich auch gespannt, was ich hier reißen kann. Ricciardo müsste als einziger wirklich noch weitergefahren sein. Wenn ich nur an den Prime-Stint schon wieder denke, den muss ich natürlich verlängern. Oder voraussichtlich verlängern. Aber das Auto lässt sich hier schön fahren mit vollem Tank. Muss natürlich jetzt ein bisschen aggressiver fahren und versuchen den Vorsprung auf Bottas zu halten. Ausbau werde ich ihn nicht können. Aber halten, das ist das Wichtigste. 1,7 halbe Sekunde im Mittelteil verloren. Hamilton fährt eine 25,8. Ich bin als schnellste Zeit eine 26,8 gefahren. Das heißt, ich bin nur eine Sekunde langsamer als der Mercedes. Alles klar, du kommst gut mit dem Renntempo zurecht. Ricciardo an der Box. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Okay, er holt wohl nichts auf und ich verliere wohl nichts.
Das hätte jetzt was nämlich gesagt. So, wir müssen aber Ricciardo im Auge behalten. Der fährt wirklich dreimal nur. Gut, es sind noch drei Viertel Benzin des Startbenzins im Tank. Noch drei Viertel der Benzinlast. 16 mal 4 sind. Gott, 64, oder? Man müsste ja im Minusbereich sein. Vettel ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. War Vettel noch nicht an der Box? Oder duellierte sich mit Rosberg? Also die Speed gegen Bottas, die passt 1,7. Am Ende werden es über 2 Sekunden sein. Stell dich mal vor, mir wird der Mittelsektor auch noch liegen. Rosberg auf der 4. Rosberg auf der 4, Fragezeichen. Der war in der Box. Bei Ferrari machen sie sich für einen Boxenstopp bereit. Einer ihrer Fahrer kommt rein. Damit sind wir auf Position 4. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ist da passiert? Fahrer vor mir? Vettel liegt vor dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 50 Runden. Kann mir jetzt nicht erzählen, dass die 5 Stops fahren. Sind nur 9 Sekunden. Also Kimi auf der 2, Hamilton auf der 1. Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Okay. Boah, dass wir Benzin sparen. Machen wir das auch. Habe ich das 50er-Schild vorhin mitgenommen? Also bei Rosberg muss irgendwas gewesen sein. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Dein Vordermann ist gerade reingekommen, um Options montieren zu lassen. Vordermann fährt jetzt auf Options. Also kaum fahre ich auf Mager, bricht mir das Heck aus. Das ist auch mal komisch. Ja. Super, damit ist der Vorsprung eigentlich weg. Den ich mal hatte. Also ich denke mal, ich habe den Köpfe zu aggressiv mitgenommen. Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Ich sag das mal meinen vorderen linken Reifen. Der baut nämlich schon wieder so eklatant scheiße ab. Normalerweise stehe ich ja eigentlich in dem Rennen nicht auf Mager, aber hier macht der Spot das auch. Das heißt, er möchte irgendwann reinkommen. Ja, hier verliere ich Zeit. Ich weiß auch nicht. Also die Kurve ist nicht mehr meine. So, Motor ist gleich. Rechnet natürlich auch nicht mit DRS vorbeizukommen. Hier. Nein, der Körper darf man echt nicht mitnehmen. Hat man ja gesehen, was dann passiert. Der Mitten fährt 25,8. Er hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Letzte Kurve, die Schikane. Das ist echt so, ja, meine Versicherung. Die ist einfach nur meine Versicherung. Für die lange Gerade. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch vor Bottas bleiben. Können auf lange Sicht. Ich habe dann hinten schon den Rosberg kommen sehen. Ja. Das ist Herr Rosberg. Hat er sich im Frontflügel angeknackst oder wieder wo? Weil sonst wird er ja schnellste Runden drehen. Aber es macht der Baum dann eigentlich mehr Hamilton. Die holt Massa extrem auf. Bottas. Massa. Ja, Massa ist auch noch irgendwo da hinten. Der holt aber auch auf. In der Kurve. Ich weiß gar nicht, ob die KI da auch mit allen Vierrädern neben der Strecke ist bei der Kurve. Also in echt fahren sie dann nämlich mit allen Vierrädern auch neben der Strecke.
So, Reifen bauen jetzt schon wieder ab. Runde 19 sind wir jetzt. Gut, den Undercut werde ich auf meiner Seite wieder haben. Benzin haben wir eigentlich auch genügend gespart jetzt für den nächsten Stint. Dass wir den aggressiv angehen können. Vierter Platz, das wären 12 Punkte, aber 10 sind, glaube ich, nur hier richtig möglich. Vettel fällt wieder davon. Ich darf die Chi eigentlich nicht auflassen hier. Ich glaube, die bremst ein bisschen in die Kurve rein. Ja, das ist noch viel. Also die Benzin ist ja auch extrem hoch. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ja, was möchte ich natürlich sparen. Ich bin ja mal gespannt, ob Rosberg an den Williams vorbeikommt. Okay, mit Vollgas raus beschleunigen. Das ist was Schönes. Deswegen kommt Bottas auch nicht näher. Also ich glaube, wenn wir beide auf Fett fahren würden und nicht ohne DS, hätte er auch sehr schlechte Karten. Boxenstoppfenster. Finde ich gut. Gut, der ist in Runde 13 reingekommen. Runde 13, 26. Der könnte auch noch auf 3. Nee, der wird nicht auf 3 Stops sein. Runde 13, wenn Ricciardo in Runde 16 erst reinfährt. Runde 16 macht mir mehr Sinn. Runde 16, Runde 32, Runde 48. Das macht mehr Sinn. Hülkenberg wieder an der Box. Das macht in meinen Augen doch dann mehr Sinn. Runde 13, Runde 26, Runde 39, Runde 52. Ja, das wird auch 4 Stops werden. Es sind 13, 28, 43 und dann durch mit 23 Runden mit Primes geht nicht. Das heißt, er ist auch auf eine 4-Stop-Strategie unterwegs. So, Mary. Gut, ich kriege es aber auch DRS. Okay, jetzt hat er aufgedreht. Er hat jetzt auch den Motor aufgedreht. Also von mager runter auf fett. Standard hat er gar nicht benutzt, offenbar. Ich glaube, Rosberg greift an. Nein. Die Pfeile, die irritieren so dermaßen. Kann man das irgendwie umstellen? Nach 2014 am Schema. Da fand ich die Pfeile besser, weil die signalisieren so schnell Gefahr an, obwohl der eigentlich noch komplett weit hinter mir ist. Wenn er in 2014 eigentlich direkt schon hinter mir war. Das finde ich, das ist auch so ein kleiner Kriterium an dem Spiel. Die Pfeile, die irritieren, ey. Er führt das Feld an. Ne, das reicht nicht. Das reicht wirklich nicht für die KI. Da bin ich mal später auf den Prime gespannt. Rosberg kommt auch nicht vorbei in den Williams, also
Boxenstoppfenster? Das müsste offen sein. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 44. Das meine ich damit. Der Pfeil geht nach rechts und du hast bei drei Pfeilen hast du das Gefühl, das ist neben dir. Wo der wahrscheinlich nicht mal neben dir ist. Da ist man sich so dermaßen irritierend. Da arbeite ich lieber mit den Rückspiegeln im Cockpit, ey. Zweikampf 4. Ist es eine Rechts? Sie gehört wieder mir. Dann dränge ich ihn natürlich weit raus. Schikane! Oh, schöner Kampf! Schöner Kampf, der sich über mehrere Kurven erschreckt hat. So, jetzt will Rosberg es aber wissen, oder? Oh, Massa und Ricciardo waren nicht mehr weit hinter mir. Okay, wir haben über eine Runde jetzt Sprit gespart. Das heißt, jetzt können wir, wenn die Reifen warm sind, richtig attackieren. Und wir haben freie Fahrt. Also, was will ich mehr? Boxenstoppfenster? Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. So, Reifen haben jetzt schon Temperatur. Mal schauen, ob Bottas sich jetzt noch verteidigen kann gegen Rosberg. Also wir haben auf jeden Fall noch zwei Boxenstops vor uns. Wir haben nämlich noch nicht mal die Hälfte des Rennens. Also ich bewege dieses Auto immer so sehr an der Grenze. Und zwar an der Grenze zum Abfliegen. Fahrer vor mir. Ricardo liegt vor dir. Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. Noch 42 Runden. Den Rückstand ist auf Ricardo. Den muss ich jetzt innerhalb von wenigen Runden eigentlich eliminieren. Wenn wir den noch wirklich bekommen wollen. Halb mitten führt das Feld an. Devi haben wir nicht für der Pulke gestartet. Das muss ich auch mal dazu sagen. Also Rosberg, der verhaust sich jedes Mal die Rennen jetzt. Wo kommt jetzt dieses klassische Unterskörn wieder her? Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten nicht über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das würde mich jetzt wundern, wenn es hier wieder regnet. Also sowas im Qualifying kann ich jetzt eigentlich hier nicht gebrauchen. Das wird nämlich die ganze Strategie zerstören. So, mal schauen, was ich jetzt für Rundenzeiten oder was ich für eine Runde jetzt gefahren bin. 26,8. Massa jetzt auf der 7. Fahrer hinter mir. Nasen liegt hinter dir. 14 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 41 Runden. Also, die Kluft zwischen den 7. und den 9., wenn man mich jetzt mal jetzt rausnimmt, der beträgt mal so locker über 30 Sekunden bei 60 gefahrenen Runden. Eine Sekunde auf dich, er fällt zurück.
Das sagt nur wieder diese gigantische Kluft aus. Also das finde ich extrem schlecht programmiert. Das ist mir schon im McLaren so dermaßen aufgefallen. Im Fast India wird uns das noch häufiger auffallen. So, ich darf wieder den Meri überrunden. Der Körper hat mir einen Schlag gegeben, hat man auch gehört. ...26,7, die Unzahl sind noch nicht wirklich spitze. Wir haben noch 60 Kilogramm Benzin übrig. Haben die hier das Auto wirklich komplett voll gefüllt? Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Gedanken muss ich mir ja grundsätzlich nur über den vorderen linken Reifen machen. Kevin Sall hat mal eine interessante Frage auch in den Kommentaren gestellt. Wie würde mein Leben aus, wenn mir jemand YouTuber sein verbieten würde? Erstens, das kann mir A, niemand verbieten. Und zweitens, ich könnte diese Frage nicht so wirklich beantworten, weil man einfach nicht weiß, was man für sich doch entdeckt hätte. Ja? Neben YouTube, das ist jetzt immer eine schwierige Frage. Kann man einfach nicht beantworten. Weißt du, das wäre so ein typischer Was-wäre-wenn-Fall. Ich glaube, dann würde ich trotzdem weiterhin gucken. Weil durch Let's Plays wollte ich auch selber Let's Player werden. Das ist eigentlich, ja, mit einem Argument gewesen damals. Weil das Zuschauen von Spielen hat mir schon immer Spaß gemacht. Das war schon in der Kindheit so, das wird sich glaube ich nicht ändern. Du holst pro Runde eine Sekunde Aufmasse auf. Ist eigentlich zu wenig. Mit frischen Reifen. Gut, die waren immer noch nicht an der Box. Langsam mache ich mir Gedanken, ob die wirklich 4-Stop fahren. Runde 29. Boah, Kollege, ey. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ich rate dir auch mal, was in der Klappe zu halten. Aber das hat jetzt wieder Zeit gekostet, die Überrundung. Ich könnte natürlich darauf spekulieren, dass Hamilton mich bekommt, aber das bezweifle ich in diesem Rennen so ein bisschen. Beziehungsweise, wenn überhaupt, dann eher am Ende des Rennens. Also der Red Bull ist hier wirklich das reifenschonende Auto wieder. Von den Top-Leuten. Das merkt man zum Beispiel bei den Ricciardo, der hat hier eine Wahnsinns-Speed und quert, der gurkt wieder mal außerhalb den Punkten rum. Der NASA ist auch extrem stark programmiert worden. ...26,8. Während man Hülkenberg in meinen Augen schlechter gemacht hat als in den Vorgängern. Im Vorgang ist er immer aufgefallen, dass er in Q3 und so war. Die sind immer noch nicht an die Box gefahren. Waren die 17 Runden damit. Muss ich mir doch langsam mal Gedanken machen. Ob ich hier wirklich der Einzige bin, der wirklich 4-Stop fährt. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn McLaren? Hab ich da auch einen Boxenstopp mehr gemacht? Ne, eigentlich nicht. Gut, wir sind aber auch nicht gegen Williams gefahren. Wir sind aber auch trotzdem gegen Toro Rosso und Co. gefahren. Behalte die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe erhalten. Ah, okay. Tipp mal Raikön. Bottas an der Box.
Den haben wir relativ früh bekommen. Der stand doch nicht. Du hast es auf P7 geschafft. Fahrer hinter mir. Ach, Zeit kommt ja gar nicht. Kommt ja gar keine Zeit. Ja. Muss ich bis zum ersten Sektor warten. Dann kommt eine Zeitmessung vom Renningenieur. Fahrer hinter mir. Massa vor dir. Hinter mir, habe ich gesagt. Du nimmst ihm pro Runde 1,8 Sekunden ab. Noch 37 Runden. Fahrer hinter mir. Der Abstand beträgt 8 Sekunden. Ich habe ihn 8 Sekunden abgenommen. Mit schnelleren Reifen. Runde 30, wenn sie nur noch einmal reinkommen. Also wenn die nur noch einmal reinkommen, habe ich ein Problem. Die sind jetzt, ja, 15 Runden. Das kann ich mir nicht wohl. Obwohl. Runde 13 sind sie, glaube ich, jetzt erstes Mal abgebogen. Soll ich mir darüber jetzt Gedanken machen oder soll ich mir darüber jetzt keine Gedanken machen und einfach meinen Stiefel weiterfahren? Wieso ist Raikön jetzt auf der 4? Mitten irgendwo hier im Feld? Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Weil sich quert. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Rennen. Weil sich den Frontflügel angedockt hat, dann quert bei einer Überrundung. Alles klar. Raikön schön gemacht, weil dann könnte ich sogar den einen Ferrari schlagen. Weil jetzt muss ich natürlich erstmal in die Box, sich neue Nase holen, neue Reifen holen. Ricciardo war in der Box. Zweiter. Das ist Grosjean vor mir. Der auch aus der Boxengasse gekommen ist und da sehr, sehr langsam gefahren ist. Red Bull macht wohl gleich Boxenstopp, die Crew bereitet sich vor. Fahrer vor mir, aber es ist nur Spaß. Hamilton liegt vor dir. Boah. Der Abstand beträgt etwa 20 plus Sekunden. 20 plus. Sie bauen ihren Vorsprung um 2 Sekunden pro Runde aus. Es sind jetzt noch 35 Runden zu fahren. Also, wir sind momentan P2. Gut, Perez hat auch ein Podium geschafft in Russland, ne? Der Wagen hinter dir hat gerade Options aufziehen lassen. Das ist Rosberg, das heißt Rosberg fährt auch nochmal rein. Ich fahre aber noch zweimal rein. Boxenstoppfenster. Ich dürfte aber keinen frischen Reifen fahren. Das müsste. Oder wartet mal kurz. Q2 und Q3 habe ich einen Reifensatz verbraten. Nee, dann dürfte ich keinen mehr haben. Auf jeden Fall keinen frischen mehr. Kann er bitte ausscheiden? Dann habe ich mal zwischendurch die Führung. Fast gesagt 50 Kilo. Haben sie mir den Wagen vollgetankt? Rosberg ist eigentlich ein guter Zeitmesser. Unsere Daten zeigen Abnutzungserscheinungen. Du hast sie wahrscheinlich schon bemerkt.
Also, meine Konkurrenz wird nur einmal rein wahrscheinlich und ich fahre noch zweimal rein. Weil die haben jetzt frische Reifen, die werden ja mit wieder 14, 15 Runden fahren. Dann sind wir bei Runde 48, dann fahren sie noch 18 Runden auf dem Prime. Das heißt, mein Stint auf dem Prime wird extrem kurz werden. Das heißt, wenn die Primes aufziehen, habe ich abgenutzte Reifen. Abgenutzte weiche Reifen. Das heißt, ich müsste jetzt den Reifensatz hier ans Limit gehen, bis ans Limit gehen. Und den nächsten auch noch. Das geht doch noch. Du verlierst Zeit auf Rosberg. Dein Vorsprung wird pro Runde um eine Sekunde kleiner. Hey, das ist ein Mercedes. Ich bin nur ein Force India. Dass ich aber auf der 2-mal fahre, das finde ich ja mal richtig geil. Gut, bereit. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Da tue ich auch. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Zeit Bottas zum Beispiel bei den Raikön verloren hat. Mit Kwiat. Ich werde mich auch nicht gegen Rosberg wehren, weil das nicht mein Gegner sein wird. Okay, wir sind bei der Hälfte unserer Benzinlast. Bei der Hälfte. Die Williams Crew erwartet einen ihrer Fahrer. Sie stehen draußen in der Boxengasse. Kommt Massa so spät oder was? Boxenstoppfenster? Ja, und tschüss. Da kann ich mich im Windschatten ansaugen. Fahrer hinter mir. Bottas hinter dir. Der Abstand beträgt 9 Sekunden. Noch 32 Runden. Ey, da merke ich sofort wieder mal, dass mir der Abtrieb fehlt vorne. Wenn ich hinter Rosberg fahre. Werde ich nur in Mexiko ärgern können. Und in Monaco. Vielleicht in Monaco. Also Mexiko, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie ärgern kann. Da konnte ich den Vettel auch schon ärgern. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 32 Runden. Übernächste Runde, hat er gesagt. Also nicht diese, sondern die nächste. Oder Boxenstoppfenster? Dein Boxenstopp, ja, okay. Äußert sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 32 Runden. Also ich finde das gar nicht mehr so schlimm, dass mich die Strategie nicht einstellen kann. Ja, ganz klar, schnellste Runde. Und zwar deutlich, 3 Sekunden nimmt er mir ab. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. 6 Sekunden Abstand zwischen euch. Ja, der auch tierisch auf. Ja, ich bin gezwungen, diese Runde in die Box zu fahren, auf jeden Fall. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Okay, jetzt werden wir beim nächsten Reifensatz machen. Dann werden wir alles raus, bis noch was geht. Gar nichts mehr. Klar, die halten natürlich noch, aber die haben keinen Speed mehr. Du musst diese Runde, ja, da bin ich mal mit dir einer Meinung. Ja, keine 5 Sekunden mehr, es werden gleich 4 Sekunden oder so werden.
In 2013 konnte man immer diesen einen Boxenstopp ausgleichen. In dem Spiel hier ist es nicht mehr so möglich. Ja, genau, knutscht wieder mal die Wand. Vettel ist jetzt vorbei. Bottas ist jetzt auch vorbei. Ricciardo ist jetzt vorbei. Fertig, los jetzt. Raikön kommt noch nicht, Massa auch noch nicht. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Das ist immer noch nicht Raikön. Deine Reifen werden kalt. Wärmen Sie etwas auf. Ich bin auch aus der Boxengasse gefahren, Herr Ingenieur. Jetzt habe ich natürlich diesen ganzen Pulk noch vor mir. Fahrer hinter mir. Maldonado hat mir das zuerst gegeben. So, jetzt muss ich theoretisch 14 Sekunden auf einen Ricciardo auffüllen. Position 5 einzunehmen. Also ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo Massa gerade ist. Also den haben wir ja mal der ist ja komplett weg. Von der Bildfläche quasi verschwunden. Es geht jetzt eigentlich nur noch um Bottas und ich check jetzt gar nichts mehr. Also von den Boxenstops check ich immer gar nicht mehr durch. Jetzt ist Hamilton, der war mal 30 Sekunden vor mir in die Boxengasse abgebogen. Warum? Warum? Vor allem, warum hat er jetzt so viel Rückstand? Ist ja auch wieder so ein kleines Überrundungsproblem. Du hast das Gefühl, die Reifen sind frisch. Boxenstoppfenster? Du hast 11 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Noch 29. Ja, das wird noch der letzte Boxenstopp dann sein. Rosberg führt. Und ich bin im letzten Sektor bei ihm. Hä? Ja, das muss ich nicht so wirklich. Ich bin nachher mal gespannt, wie viele Boxen ob sie wirklich gemacht haben. Immer noch das gleiche Phänomen bei der Rundzeit, wenn ich wirklich schneller. Die Distanz gesehen. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich hier der Bremspunkt mal nach hinten verlagert. Fahrer hinter mir. Runden, ja. Ja, ich fahre gerade momentan immer extrem viel ab. Aber ich habe ja auch den kompletten Überblick verloren. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig. 40 Kilo. Ja, eine Spritreserve. Du bist schneller als Ricardo. Er verliert eine Sekunde pro Runde auf dich. Das ist zu wenig.
Unser Ricciardo hat einen Rennspeed. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald Aufmischung 2 runter. Mit dem McLaren konnte man so schön noch in die Kurven reinbremsen. Das finde ich mit dem Force India nicht mehr so gut möglich. Die Bremsen sind zu kalt. Du musst sie etwas aufheizen. Bremst die nächsten paar Kurven etwas stärker. Mein eigener Teamkollege geschrieben eigentlich hier mehr im Weg, als dass er mir hilft. Sprit ist jetzt im Optimal, wir werden aber ein bisschen auf Minus gehen. Natürlich bewusst auf Minus gehen. Ricciardo und Co., die müssen noch länger fahren, weil 26 Runden halten die Reifen auch nicht durch. Was heißt bei denen in den nächsten Runden? Drücken Sie sich ein bisschen klarer aus. Chef. Ich muss den Kurveneingang einfach schneller fahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Rezept. Mit Primes werde ich dann versuchen, echt Benzin zu sparen. Seht ihr ja selber, jetzt bin ich schon bei minus 0,2 angekommen. Aber das wird alles bewusst gesteuert. Ihr seht das ja, beim Anbremsen geht er sogar ganz kurz sogar noch runter. Und jetzt ging er hier schlagartig hoch. Jetzt lässt sich das Auto wieder ein bisschen mehr rollen. Ich kenne das jetzt auf der 3, okay, ich habe mich schon gewundert. Also Vettel wird auch nochmal einen Boxenstopp machen. Vier Sekunden. Habe ich Vorsprung auf Vettel. Also ich weiß nicht, ob ihr noch dort durchblickt, wer wie viel mal gestoppt hat bis jetzt. Ich blick da schon gar nicht mehr durch. Ob doch irgendwas mit Kollision war, bis auf Raikön, haben wir ja gesehen. Das war aber auch das Einzige, was ich gesehen habe. Scheidepunkt nicht getroffen. Bin nachher gespannt auf mein Tempo mit den Primes. Gegenüber der KI. Fahrer vor mir. Ricardo vor dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 1,4 Sekunden auf. Noch 24 Runden. Ja, wann kommt denn die Boxengasse? Das ist echt eine gute Frage. Was habe ich gesagt? 16:32? Ah, es dauert noch, bis der reinkommt. Ich glaube, vorhin habe ich noch gesagt, wir müssen den Reifensatz ausquetschen und fahren so lange bis auf Fett weiter. Aber der vordere Linke macht schon nicht mehr mit. Ich
Die anderen Reifen alle kein Thema. Hier in der Kurve merke ich das besonders. Das habe ich sogar in der Mitte dann noch auf. Du hast 3 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. Sieh zu, ob du die nicht ausbauen kannst. Da muss ich nur lachen, ey. Ja, Vettel wird aber auch nochmal reinkommen. Ich sehe, streng genommen ist Vettel hier auch ein bisschen mein Gegner. Du bist schneller als Ricardo. Er verliert eine Sekunde pro Runde auf dich. Das heißt, in 6 Runden wäre ich dran. Dein Vorsprung vor Vettel schrumpft. Seine Runden sind eine Sekunde schneller als deine. Du musst reagieren. Das ist aber interessantes. Interessantes Feld hier gerade. Position 4, momentan noch keiner ausgeschieden. Das ist da vorne Alonso auf der 12. Also den 12. überrunden wir schon. Ja, unterschreien wie Sau. Ricardo ist 5 Sekunden vor dir. Komm, Alonso das DS spendiert. Oder ob der mich schon vorher vorbeilässt hier. Auf seiner Heimstrecke keine Punkte. Ja! Ey, sowas hasse ich grundsätzlich. Wenn die in die Boxengasse abbiegen, dann signalisieren die das so blöd an. Ja, und somit kann ich auch nicht Fette gegen Fette behaupten. Obwohl, kann ich doch. Ricciardo ist jetzt nochmal in die Boxengasse abgebogen. Der fährt noch nicht 21 Runden auf den Primes. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. Der Abstand beträgt 14 Sekunden. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden. What? Noch 22 Runden. Wieso hat der so ein starkes Tempo? Das Wetter sollte erst einmal trocken. Ja, das wird interessiert mich schon lange nicht mehr. Aber dass der Alonso so stark in die Eisen geht. Warum, KI? Warum müsst ihr immer so stark in die Eisen brechen? Ich habe nicht damit gerechnet, dass er in die Boxengasse abbiegt. Soll er mich wenigstens vorher vorbeilassen? Oder die Schikane schneller fahren? Okay, wie wir vor Vettel absetzen. So, ganz kurios hier. Bottas an der Box. Fährt der auch jetzt 20 Runden auf den Primes? Der Benzinstand ist jetzt knapp unter der 30 Kilo Marke. Noch 30 Kilogramm Benzin. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutzt. Merke ich. Was ist hinter uns passiert? Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Das wird ja nicht die grüne Flagge gewesen, das ist der Ferrari, den man jetzt schön gehört hat hinten. Vettel musste auch noch einmal rein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit das Bottas jetzt mit Primes durchfährt. Aber woher kommen diese 14 Sekunden auf einmal? Das hat mich jetzt schon gewundert.
Okay, kann ich nicht halten. Boah, denn Aerodynamik in der Kurve. Der hätte nicht das Problem mit dem Reifen. Habt ihr das gesehen? Der konnte so schön rausbeschleunigen. Fahrer hinter mir. Raycon hinter dir. Der Abstand beträgt 7 Sekunden. Noch 20 Runden bis zum Ende des Rennens. Bei mir fängt das. Okay, ich habe nur DS bekommen, okay. Du kommst an Vettel heran. Versuch an ihm vorbeizukommen. Ja, ich merke schon wieder meine Reifen. Also es gibt diesen Punkt, wo man die Reifen sofort spürt. Das ist wirklich, wenn ein Reifen orange wird oder anfängt orange zu werden. Das ist bei dem vorderen Ding nämlich wieder der Fall. Kein DS. Dann sackten die Rundenzeiten richtig ab. Rosberg ist jetzt auf Primes unterwegs. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 11 Sekunden. Noch 19 Runden. Fährt der wirklich mit den Primes so viele Runden? Da vorne kommt es fast zur Kollision. Da vorne ist es zur Kollision gekommen. Zwischen Button und Verstappen. Die prügeln sich um den letzten Punkt. Boxenstoppfenster? Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Noch 19 Runden. Ja, was macht Button wieder hier für Chaos-Theater? Verstappen meint mich auch nicht vorbeizulassen. Gut, wo hier auch im letzten Sektor, ne? Und hier sieht man wieder mal deutlich, wo ich Zeit raushole. Ich bin wirklich in die Eisen gegangen. Ich hätte auch locker den Frontflügel kosten können. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. So, der letzte Boxenstopp. Also, vorhin war ich, wo ich den Sechster, wo ich den dritten Boxenstopp beendet habe, war ich Dritter. Sechster. Jetzt bin ich Dritter. Okay, Sprit ist fast optimal. Ist optimal. Schade, dass wir jetzt nicht durchfahren können oder das Rennen gleich schon vorbei ist. Ein Podiumsplatz wäre richtig geil. Reifenzustand schlecht. In der Box sind sich alle einig, dass sie nicht gut aussehen. Und ich glaube nicht, dass du damit noch weit kommst. Ach, in der Meinung bin ich auch. Mit euch einer Meinung. Box, Box, Box. Aber knallhart abkürzen. Hier werde ich es wieder deutlich spüren. Ich kann keinen Druck machen. Wegen den Reifen. Der. Boah. Das hat er bei der Linkskurve angefangen, ja. Zu untersteuern und nicht in der Rechtskurve. Dritter immer noch. Da ist Bottas, Hamilton. Los. Wo ist Ricciardo? Der müsste jetzt auf Start und Ziel sein, oder? Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Da ist Ricciardo, ja. Oder? Ja. Mit kalten Primes.
Okay, Position 5. Wir haben uns knapp vor Ricciardo gehalten. So, jetzt wünsche ich mir ganz schnell Temperatur in diesen Reifensatz. Das ist auch so ein kleiner Schwachpunkt der KI, wenn die Reifen kalt sind. Da hat die KI damit deutliche Probleme, mehr Probleme als wir, mit dem Grip. Gut, mit der jetzt werde ich glaube ich vor... Ich will kurz zuvor da bleiben. Renault-Motor gegen Mercedes-Motor, sollte ich im Vorteil sein. Meine Frage ist halt nur noch, kommt nochmal Bottas rein oder fährt er auch durch? Bei Ricciardo bin ich mir ziemlich sicher, dass er durchfährt. Du liegst knapp vor Ricciardo. Mach Tempo, lass dich nicht einholen. Du mach keinen Stress. Das Rennen läuft besser als erwartet. Wenn der Start wirklich besser funktionieren würde. Ja, und ich nicht diese kleine Aufholjagd in der Runde 1 mal starten müsste. Also Ricciardo fährt schon mit voller Drehzahl, okay. Ich nicht. Wieder merkt man das, dass diese Primes doch deutlich weniger Grip bieten auf der Hinterachse. Wir hatten das Duell mit Ricciardo schon mal im letzten Rennen in Bahrain, da habe ich das verloren. Falls ihr euch daran erinnert, das war aber auch, glaube ich, durch einen Unfall von Ricciardo. War er ja auch ein Boxenstopp weniger, hat er trotzdem einen Boxenstopp weniger, aber wir waren auf einer Höhe. Hier sind wir gefahren auf einer Höhe mit einem Boxenstopp mehr. Das heißt, Red Bull Tempo passte mit dem Force India und das war's dann aber auch schon. Warum habt ihr keinen Grip hinten? Hamilton nimmt uns pro Runde etwa 15 ab. Ricardo schließt jede Runde 13 zu dir aus. Ja, weil die Reifen wieder keinen Grip hatten hinten. In langsamen Kurven sind die richtig scheiße zu fahren. Also in hohen Gängen, da geben sich die Reifen nicht viel, aber in den tiefen Gängen. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen. Ah, das hat mich so stark gewundert. Du solltest noch eine Weile guten Grip haben. Aber sobald man wirklich langsame Kurven fährt, hier zum Beispiel, da hast du keinen Grip hinten. Alter, gerade bin ich den weggefahren, da hau ich da einen Fahrfehler rein. Einen kleinen, und der ist wieder dran. In schnellen Kurven, die haben kaum Grip. Deswegen lohnt es sich nicht, zweimal mit Primes zu fahren. Deswegen bevorzuge ich da echt lieber einen extra Boxenstopp mit einem Option-Reifensatz. Weil die Primes haben in dem Spiel so wenig Grip. Und ist auch der härteste, ne? Das muss man auch noch dazu sagen, der härteste Reifen. Das hier bin ich wieder vorhin schön weggedriftet. Fette war in der Box. Jetzt bin ich im Vorsprung auf Ricciardo rausgefahren. Und bei reinen Training hat man das auch gesehen, die Primes, wie wenig Grip die da bieten. Also ich könnte im Notfall natürlich den Motor wieder aufdrehen. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Könntest du mir wieder mal ein anderes Update geben? Und zwar ein Update zu Bottas. Da
blieb im Hinterrad wieder stehen. Nee, aber allgemein zum Fazit zum Rennen, es lief relativ gut. Am Ende wird es auch wirklich Position 5 werden. Oder es wird Position 4. Wer ist abgebogen? Da ist irgendjemand abgebogen. War das wirklich Hamilton? Also von Ricciardo kann ich mich absetzen. Fahrer hinter mir. Ricciardo hinter dir. Noch 13 Runden. Ja, vierter Platz wäre richtig nice. Das wären 12 wichtige, geile Punkte. Rosberg führt. Ist Raikön. Ne, Raikön ist noch auf der 2. Bottas. Bottas 2. Fette 3. Wie auf der 4. Ricciardo auf der 5. Und ich glaube, dann kommt wirklich Hamilton. Wenn Hamilton dann wirklich in der Box jetzt nochmal abgebogen ist. Dann fährt er jetzt aber auf den Options, den werde ich dann auch nicht halten können. Oder ist Bottas ein Stint mit Primes gefahren? Fährt er nochmal in der Box? Jetzt hätten wir Podium. Fahren die meisten die 5 Stops. Fahrer vor mir. Bottas liegt vor dir. 13 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde eine Zehntel auf. Noch 12 Runden. Ich hole auf den Primes, habe ich richtig gut eine Zehntel pro Runde auf. Ganz ehrlich, ich habe immer noch keinen Überblick über das Rennen. Also jetzt ist Fettel nochmal abgebogen und Hamilton ist nochmal abgebogen. Rosberg ist jetzt erst über Start und Ziel gerade gefahren. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen Sektor Rückstand auf den Erstplatzierten. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr den Überblick behalten habt. Also ich habe ihn hier nicht behalten. Also irgendwann hört das echt auf, wenn du wirklich versuchst, den Überblick zu behalten. Wer hat jetzt schon wie viel gestoppt? Wie oft gestoppt? Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Also Ricciardo brauche ich wirklich einen Vorsprung weiter aus. Ja, Hamilton, neue schnellste Runde. Leider sind es noch zu viele Runden, deswegen bitte noch auf mich aufholen und auch an mir vorbeifahren. Und Ricciardo auch. Ist Vierter realistisch? Finde ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Tempo Vettel fährt. Aber Bottas, das gibt mir wieder extrem... Ja, es wundert mich wieder mal, wo der wieder gurkt. Nämlich auf der 2. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Naja, wirklich eine Runde ist das jetzt nicht. Hilft mir nichts. Der muss in die Boxengasse abbiegen. Du warst letzte Runde 3 Zehntel schneller als Bottas. Wir sind auf
gleichen Reifen. Oder ist jetzt zweimal Prime gefahren? Ist der im zweiten Stint auf Prime gefahren oder? War von dem BMS bin ich das eigentlich nicht gewohnt, dass der wirklich so weniger Boxenstops macht. Weil Massa zum Beispiel, Massa, der ist weg. Massa ist weg und Bottas, der fährt auf 2 rum. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Oh, das ist Kimi. Wo kommt denn der noch her, der Iceman? Wo kommt Mrs. Iceman her? 3 Sekunden. Der muss aber einen Boxenstopp extra einlegen. Ich weiß auch nicht, ob der nochmal kommen muss. Das sind wieder diese Fragezeichen, die man halt hat und die man nicht seinen Renningenieur fragen kann. Also wenn sie den Funk 2016 noch um einiges verbessern, dann ist das richtig gut. Dass man wirklich noch was anderes fragen kann. Glaubt ihr zum Beispiel, dass dein Hintermann noch einen Boxenstopp fährt? Oder dass man einfach explizit nach dem Fahrer fragen kann? Jetzt ist Hamilton auch auf der 4, jetzt holen sie da richtig nochmal auf. Also wir haben beide Ricciardo schon mal geschluckt. Und ich glaube, als nächstes auf deren Speisekarte. Den kann ich auch nicht halten. Der fährt eine Sekunde schneller, nur im Mittelteil. Der ist jetzt schon dran. Beim Messpunkt war noch 1,1 da gescannt und jetzt ist er schon dran. Da kann ich letztlich gerne noch so gut fahren mit dem Reifensatz, da kriegt er mich jetzt. Ich spüre das. Okay. Da ist er jetzt nicht dran vorbeigekommen. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit. Deine Reifen sehen noch top aus. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Ja, außen. Da brauchst du es. Ja komm, ich lass ihn ziehen. Man hätte jetzt auch eiskalt sagen können, weißt du was, was hast du da zu suchen? Ich mach dir die Tür mal richtig zu. Aber da er neben mir war, habe ich das jetzt natürlich nicht gemacht. Könnte man theoretisch, weil ich muss ihn keinen Platz lassen in den Kurven. Das heißt, man darf wirklich jemanden eigentlich rausdrängen aus Kurven. Man darf es halt nicht so machen wie zum Beispiel Pastor Maldonado in Ungarn. Das sieht man halt auch nicht gerne, aber das, was Hamilton macht, dann glücklich für den Ort. Ja, was machst du, Stevens? Was machst du hier? Entweder verschwinde hier komplett. Mein Gott, und dann biegt der auch noch in die Boxengasse ein. Das kostet einfach wieder nur Zeit. Die ich einfach nicht habe gegen Raikön. Hey, eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Rosberg liegt in Führung. Vorhin waren es noch 3 Sekunden. Da ist ein Stevens vor dem letzten Sektor da. Verlierst du deine 2 Sekunden
Und schwupp ist ein Mr. Räikkönen schon dran. Ja, ich war schon 3 Sekunden weg, bis ein Alissa Stevens kommt, ey. Und dann biegt er noch in die Boxengasse ab. Ja. Wenn ich es nicht gerochen hätte, wäre ich wieder drauf gefahren. So, jetzt sich gegen den Kimi wehren. Ja, mit Options, die deutlich jünger sind. Also, wenn ich Räikkönen hinter mir werden kann, dann werden wir hier tatsächlich Vierter und dann erreichen wir das Ziel vom Team. Halleluja. Dank der Hilfe von Daniel Kvyat. Das muss ich echt sagen gegen Räikkönen. Weil der war deutlich weiter vorne. Mit Bottas, also der ist deutlich stärker hier als Massa. Weil von Massa, da habe ich lange Zeit nichts gehört. Der war am Anfang auf gleichem Niveau. Ist dann aber weg gewesen. Beziehungsweise er macht auch einen Boxenstopp einfach weniger. Gut, nur noch 10% Benzin übrig. 10%. Als ich. Und scheint damit wirklich über die Distanz zu kommen. Wenn Massa wahrscheinlich einen Boxenstopp mehr. Also gesplittete Strategie. Offensichtlich bei Team Williams. Ist auch noch keiner ausgeschieden. Ja, war klar, Hamilton. Okay, ich kann mich wieder von Räikkönen ein bisschen absetzen. Button nimmt momentan den letzten Punkt inne. Gesehen. Ein Massa. Ja, aber das meine ich damit. Jetzt haben wir einen Williams gesehen. Ich habe gehofft, dass das Bottas ist. Aber es ist Massa gewesen. Schade. Hätte auch zeitlich ungefähr nämlich gepasst. Aber der dreht sich doch nicht ohne Fremdeinwirkung da weg. Wir haben jetzt Bottas auf der 9. Button auf der 9. Also Massa aber auch überrundet. Bei den Mercedes muss ich sagen, die fahren in der Regel gleich schnell und bei Räikkönen und Vettel muss ich auch sagen, die fahren auch relativ gleich schnell. Also bei Massa und Bottas, da merkt man doch einen Unterschied. Genauso wie man bei Button und Alonso auch so einen kleinen Unterschied merkt. Jetzt ist Bottas natürlich auf die 3 gerutscht, weil Hamilton ihn überholt hat. Der Crash-Pilot Maldonado vor mir. Ja, das ist auch Schwachsinn, was die hier machen. Und am Scheitelpunkt, genau, stehen sie einem mehr im Weg. Also ich halte das Tempo von Bottas, das muss ich schon sagen. Oder der einfach einen Stop weniger fährt als ich. Genau wie Ricciardo. Ricciardo habe ich nämlich bekommen. Ist damit das Podium nicht in Reichweite. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Werde ich dann auch einfach mal machen. Zum Beispiel, was ich auch sehr unrealistisch hier auch finde, ein Button überrundet ein Maldonado. Passt das
zusammen. Ich würde mal sagen, nein. Gibt mir eigentlich extrem Loben. Also, ich bin mal gespannt, wo ich starte. Oder, ja, wo ich starte. In Monaco. Wenn ich da an die KI zurückdenke, da sind wir, glaube ich, von der 3 gestartet. In McLaren. War das nicht so? Da müsste ich auf, mit dem Force India auf der 1 gehen. Da müsste ich gar nicht nur die Schatten hinter mir dicht halten. In der Theorie. In der Praxis sieht das ganz anders aus. Also dass ich hier Vierter werde, ich habe gesagt, am Anfang der hat einen Vogel, das Team. Am Ende ist es doch realistisch. Also ich denke mal, Raikön 5 Boxenstops. Vettel ist auch noch hinter mir irgendwo. Da ist der Williams von Massa gerade hinter dem Ferrari. Das ist auch keine gute Rundenzeit mehr, 28er Zeit, aber es ist alles wurscht. Vorletzte Runde. 5 Kilo Benzin im Tank, nur noch 5 Kilo Benzin. Ja, also mehr als 2 verbrauche ich hier nicht. Ich glaube, da kommt die Durchflussmenge ins Spiel. Also es war ein Rennen mit wenig Erzählungen, weil es einfach so... Ja, so, man musste sich viel konzentrieren. Oder ich musste mich viel konzentrieren. Weil ich auch versucht habe, den Überblick zu behalten. Den habe ich aber irgendwie komplett aus den Augen verloren, weil so viel passiert ist. Dann fährst du natürlich mehr am Limit als gemütlicher Schongang, weil natürlich auch was möglich ist. Aber natürlich keine Überraschung, Mercedes Doppelsieg. Zwischenzeitlich waren wir auf 2. Fand ich auch sehr interessant. Also ich denke mal auch Hamilton, Rosberg, die haben alle 5 Boxenstops gemacht. Haben aber den ersten Boxenstop so dermaßen nach hinten herausgezögert, das hab ich auch gemerkt. Oh, das kann sein, dass sie die angefallenen Reifen im Qualifying sehr stark belasten. Das könnte eine kleine Theorie sein. Dass die KI das irgendwie deutlich spürt. Das kann ich auch auf Fett zu Ende fahren. Motorenregel gibt es ja nicht. Wir können ja keine Motoren wechseln hier im Spiel. Das taktische Element fehlt ja auch. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau. Oh, oh. Ich sollte ihn ja sofort runterdrehen. Minus 0,08. Ja. Wir haben noch 1 oder 2 Kilo übrig, also nur eine Restmenge. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Glückwunsch an Nico Rosberg. Ich muss jetzt den Wagen noch ins Ziel retten. Okay, wir haben es gerettet. Also auch Benzin hier komplett am Limit gehalten. Jetzt werden wir mal sehen, ob die Anzeige wirklich stimmt. Also wirklich bis am letzten Tropfen ausgereizt. Ja. Also die Anzeige ist sehr genau. Man hat es gesehen, also zum Schluss hat er nicht mehr gezogen. Aber es hat trotzdem gereicht. Also, Position 4 am Ende. Und wir freuen uns das erste Mal. Yes! Wir konnten die Vorgabe des Teams erfüllen. Oh, keine Ansage vom lieben Heiko Wasser. Finde ich aber nicht gut. Finde ich nicht schön.
Also, man muss sich das mal kurz machen. Also, Rosberg gewinnt vor Lewis Hamilton. Valtteri Bottas auf der 3, das ist das Podium. Wir am Ende Vierter mit 42 Sekunden nur Rückstand auf Rosberg. Und der ist ein Stop weniger gefahren als ich, okay. Raikön auf der 5, Ricciardo auf der 6, auch ein Stop weniger gefahren als ich. Vettel, der hat 5-mal gestoppt, das ist wirklich der Einzige, der 5-mal gestoppt hat. Felipe Nasa auf der 8, Massa auf 9 und Button holt den letzten Punkt. Also, ja. Also ich bin wirklich hier auf Ferrari-Niveau noch gefahren. 25,6, man sieht es, 25,6. Bottas 25,9. Vettel 25,1, gut, mit einem Boxenstopp mehr natürlich. Massa auch 25,6, aber der hat sich ja nochmal weggedreht. Also, es war ein komisches Rennen, muss ich echt sagen. Hülkenberg zweimal sogar überrundet. Wir haben auch ein paar Strafen, und zwar Hamilton hat eine bekommen, Nasa und Verstappen hat eine bekommen. Okay, aber wenn man natürlich eine gelbe Flagge ignoriert, ist das kein Wunder. Keine Kollision in Kurve 1. Hamilton hat Kvyat, das war eine schwere Kollision. Und Max Verstappen hat meine blaue Flagge ignoriert. War das gegen mich? Runde 48, relativ spät im Rennen. Wir schauen uns die Skatwiederholung an. Das ist extrem ruhig auf meinen Kopfhörern gerade. Mein Skat, wieder mal alles andere als optimal. Eigentlich eher richtig beschissen. So, wo bin ich denn? Ach, ich bin schon so weit hinten. Ja, super. Ja, ich bin voll... Bis auf die beiden McLaren und dann die Kvyat. So weit falle ich zurück auf so einer langen Geraden. Vorne duellieren sich die beiden Ferraris. Aber sonst gibt es nichts. Fazit zum Rennen besser als erwartet. Muss ich ja schon mal sagen. Das Stech war eiskalt gegen den Lotus rein. Dann ging es, glaube ich, auch noch gegen Hülkenberg in der nächsten Kurve gleich weiter. War das die nächste Kurve direkt? Ne, die nächste Kurve war es nicht, aber... Den kriege ich auch relativ schnell. So, dass ich relativ schnell hinter den beiden Williams wieder war. Im Rennen. Also es war auch ein extrem langes Rennen, ja. Länger als erwartet. Hier fahren sie wieder dran vorbei. Zack, zack, zack. Ja, da war ich schon neben Hülkenberg, genau. Und da habe ich ihn hier überholt. Hier habe ich ihn überholt. Ich glaube, die Reifen müssen sogar ein bisschen stehen bleiben, damit man wirklich schnell fährt. Das hatte ich jetzt so ein bisschen ein Gefühl. Wir schauen uns den Skat mal von weiter vorne an, und zwar vom Bottilini, Bottas. Und dann schalten wir mal nach hinten. Bottas macht immer gute Skats, Hamilton auch. Besser gestartet als die beiden Ferraris. Da waren sie sogar schon zu dritt nebeneinander. Dass die KI sich Platz lassen kann, ey. Alter, das hat sich echt gut gelernt. Sollen wir da hier raus beschleunigen? Ja, aber bei dem... Die lassen die Räder auch ein bisschen durchdrehen. Aber da passiert ja nichts mehr. Super, wir gehen mal weiter nach hinten. Und zwar, wir schauen mal auf den McLaren von Alonso. Müsste sein, also P16. Und links, da stehe ich fast. Ich stehe fast. Ja, kann man wirklich so sagen. Ich stehe. Quasi die Zuschauerperspektive von mir. Ja, weil ich ganz kurz neben der Strecke. Da auch. Aber dafür kriege ich die Kurven halt nicht. Deswegen kostet es auch wieder Zeit. Wie man schön sieht. Weiter vorne wird auch noch attackiert. Vom Nest bin ich. Massa attackiert ja auch noch irgendwo. Naja, so viel passiert eigentlich nie in den ersten Kurven. Wir können uns mal ganz kurz, das bin ich, von dem Lotus nochmal anschauen. Ja, ich stehe da mehr, weil die Drähte so dermaßen in den Keller fällt. Also ich finde diesen sogenannten Schleifpunkt einfach nicht. Das ist mein großes Problem. Ich finde den Schleifpunkt einfach für den ersten Gang nicht. Das müsste Hülkenberg rechts neben ihn sein. Boah, schöner Drift. Und dann innen ist man auf der besseren Linie, ja. Nö, das war's. Fahrer-WM, wir sind Sechster. Wir haben... Bottas hat uns überholt. Schade. Aber Massa haben wir, glaube ich, überholt. Also Bottas hat uns überholt und wir haben Massa überholt. Und Ricciardo, glaube ich. Also das wird richtige heiße Kiste werden. Richtig dickes, fettes, heißes Eisen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben auf Red Bull wieder aufgeholt. Sehr schön. Ich glaube, Kvyat hat ja auch keine Punkte gemacht. Das war halt mein Vorteil. Und das war Spanien.
Ja, bin ich mal gespannt, wie das in der Profisaison ablaufen wird hier. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2015. Und da oben fehlt doch die Schrift, dass Monaco dran ist, oder?